Was machst du da? Ey, ey, was machst du da? Leute, grüßt euch, servus, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund zu Hause in dieser Corona-Pandemie. Diese beschissene Corona-Pandemie. Wie gesagt, ich hoffe, es geht euch allen gut, mir geht es bestens. Ich freue mich auf jeden Fall schon wieder über eine weitere Folge von... Ey, was machst du da? Leute, wie ihr vielleicht gesehen habt, bin ich zu meinem Briefkasten gegangen. Ganz Corona-getreu habe ich das Haus verlassen. Und in diesem Briefkasten war endlich mein Nummernschild drinne für mein Moped. Diesen Roller habe ich geschenkt bekommen von meinem Vater. An dieser Stelle nochmal danke, Vater. Dieses Moped, ey, das geht richtig ab. Passend dazu hat er mir auch den Helm gegeben, in Cremefarbe. Richtig geil, Alter. In Cremefarbe mit so einem Helm. Und dazu noch so eine Brille. Wie geil ist das denn? Yo, Leute, was geht ab? Endlich wieder Roller fahren. Ich freue mich schon richtig. Endlich gutes Wetter draußen. Es wird wieder richtig schön. Leute, kennt ihr das? Ihr wurdet geblitzt mit einem Roller und denkt euch, was ist das denn? Wo ist er? Wo bist du denn? Da vorne! Hey! Klaukin! Aber naja, manchmal passiert eben sowas. Ich passe auf jeden Fall immer gründlich auf den Straßen. Ich fahre nie rasant, immer ordnungsgemäß, halte ich mich an die Vorschriften. Ich liebe Rollerfahren. Heute Abend und über Nacht soll es dennoch sehr, sehr kalt werden. Also auf jeden Fall dick und warm anziehen. Als allererstes öffnen wir die Schublade und holen uns warme Socken raus. Guck nicht so doof. Dann ziehen wir uns die Socken ganz gemütlich erstmal an. Mann, was wollen die denn alle hier? Als nächstes nehmen wir ein zweites Paar Socken und ziehen es einfach drüber. Hups. Als nächstes, Mann, was willst du denn hier? Geh doch mal weg. Als nächstes ziehen wir uns die Stutzen an. Schön hoch. Oh, es soll ja schließlich nicht kalt werden auf dem Roller. Als nächstes ziehen wir uns ein T-Shirt drunter. Danach ziehen wir uns die Hose an. Tada! Als nächstes ziehen wir uns einen Pullover an. Am besten ein Kapuzenpullover, damit einem schön warm und muschelig wird. Als nächstes ziehen wir eine Regenjacke an. Meine Lieblingsregenjacke vom TSV Heling. Tada! Die ist so geil, die Jacke. Als nächstes ziehen wir eine Regenhose an. Die riecht auch ganz schön nach Hund, muss ich sagen. Die ziehe ich immer an, wenn ich Gassi gehe. Aber egal, ich liebe diese Hose. Tada! Wie heißt das Ding nochmal? Ein Nierengurt über. Genau. Tada! Als nächstes ziehen wir uns nochmal eine Hose drüber. Es soll schließlich kalt über Nacht werden. Als nächstes ziehen wir uns eine Sturmhaube über. Danach noch eine Mütze drüber. Als nächstes kommt noch eine warme Winterjacke. Danach kommen dementsprechend Rollerhandschuhe. Zur Sicherheit noch der Helm obendrauf. Boah, mir wird ganz schön warm, ey. Vielleicht noch ein paar Handschuhe.
Vielleicht noch ein anderer Helm? Liebe Verkehrsteilnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen auf den Straßen, bitte Obacht, der Mille ist jetzt wieder mit dem Roller unterwegs. Danach versuchen wir erstmal, das neue Kennzeichen an den Roller zu schrauben. Wie soll das gehen, Mann? Was ist das denn? Als nächstes braucht mein Moped noch ein bisschen frisches Benzin und ein bisschen Motoröl. Und zack, die Reise kann losgehen. Yeah! Wuhuhuhu! Wuhu! Yippie! Manche Leute denken, ich sehe richtig kacke auf dem Roller aus. Was wollen die denn? Denken die, ich fahre wie so ein Haufen Kacke da rum? So, das war's auch mit der wilden Reise. Ohohohoi. Leute, und das war's leider auch schon wieder mit einer weiteren Folge von Ey, was machst du da? Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge. Es ist mittlerweile Folge 27. Wohin soll das noch führen? Leute, macht's gut. Ich gehe jetzt mal wieder gleich zur Spätschicht. Fahr auf jeden Fall mit dem Roller los. Es wird richtig geil. In diesem Sinne noch einen schönen sonnigen... Was haben wir heute? Donnerstag? Mittwoch? Heute ist, glaube ich, Mittwoch. Also einen sonnigen Mittwoch wünsche ich euch. In diesem Sinne, Leute. Macht's gut. Peace out. Ey, pass auf. Ich nehm dir deine Krone weg. Hey, und hau euch allen auf die Fresse.